Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beam Energy Drive. Und ja, wir befinden uns heute mal wieder auf Test Area 54 und wollen mal gucken, wir haben ja noch nicht alles hier durchgeschaut. Und ja, auf jeden Fall Offroading. Hier beginnt der hier oder endet der hier? Ich denke mal, das ist der Offroading-Kurs. Machen wir den einfach mal. Heute haben wir auch die Offroad-Roma-Variante. Die sollte vielleicht sogar noch ein bisschen besser sein als gestern die 15-Variante, weil wir kennen ja den Roma, der ist verdammt gut im Offroading. Oh, oh. So, da haben wir auch die Strecke direkt hier vorne, den mit Scheiße markiert. Nein, aber schön alles schon abgetragen, aber der Roma, der schafft das alles wunderbar bisher. Okay, ich dachte gerade, wir müssen da hoch, das wäre nämlich etwas kompliziert gewesen. Aber hier sehen wir halt eben wunderschön, wie hier die Federung und Bühne, die arbeitet. Das ist ja auch was PMG so einzigartig macht, dass einfach so krass die Federung simuliert. Spin Tires macht es ja auch, aber ich glaube nicht ganz so auf dem Level von PMG. So, hier auf jeden Fall. Boah. Schöner Blick von hier oben. Ja. Und weiterfahren. So, da entlang, da können wir ein bisschen Gas geben. Okay, aufpassen. So. Bisher ist der Wagen, glaube ich, sogar noch unbeschädigt, oder? So, alles klar. Ein kleiner Teich, nenne ich es mal. Ist noch nicht wirklich ein See. Hier vorne, dann links um die Kurve. Okay, den Offroading-Kurs. Bisher geht es locker mit dem Roma. Der schafft das hier eigentlich alles ziemlich easy. Also das ist echt ziemlich das ultimative Offroad-Fahrzeug bisher. Fahr ich richtig? Ja, fahr ich. Alles klar, hier entlang. Okay. So. Wollen wir hier rüberfahren? Ups, da sind wir ein bisschen raufgehauen, aber dafür haben wir vorne so eine Metallplatte unten. Denke ich mal, oder? Ja, haben wir. Die soll genau das abfangen. Wenn wir doch mal aufknallen. Ins Wasser wollen wir trotzdem nicht, da schön aufpassen. So, okay, hier entlang. Also ich glaube, man kann sagen, der Offroad-Roma ist Offroad-fähig. Ich glaube, wir sind falsch rum den Kurs gefahren, kann das sein? Weil es wirkt mir, als wird es immer leichter. Und ich denke mal, das soll eigentlich immer schwerer werden. Jetzt haben wir unsere Motorhaube vorne ein bisschen angedotzt und vorne hier da auch noch kaputt gemacht. Aber naja, okay, jetzt lenke ich auch falsch. Wollen wir uns nicht überschlagen? Oh, 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 oh Gott, nee. Das ist nicht gut. So, ja, das ging nicht ganz so gut aus, wie ich wollte. Fahren wir mal wieder rauf. Fahren wir, ja, können wir einfach rauffahren, gut. So. Hier entlang, da haben wir unseren Spiegel. Haben wir beide Spiegel da? Ja, wir haben beide Spiegel da gelassen beim Überschlag. Gehen wir noch mal ein bisschen Gas hier zum Ende. Wow. Upsala. Oh, und jetzt noch mal einen kräftigen Überschlag. Ja, er hat ja keinen Überrollkäfig. Das ist natürlich etwas unpraktisch jetzt hierbei. Komm, dreh dich um. Ah. Okay, so viel dazu. Reloaden will ich einfach. So. Okay, fahren wir mal da über diese kleinen... Was haben wir jetzt hier? Kommen wir das zum Suspension-Test. Genau, stimmt, ihr wolltet ja, dass ich den Suspension-Test mal vollständig zeige. Oh, 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 oh. Bisschen auf zwei Rädern fahren. Oder machen wir zuerst das Race. Was ich mir auch immer darunter vorstellen kann. Müssen wir da springen? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es sieht aber so aus. Ne, müssen wir nicht, okay. Gut, und jetzt hier entlang... Und runter zum Race, okay. Das heißt, wir wollen hier mal schnell fahren. Okay, komm Roma, schaffst du. Upsala, oh Gott. Aufpassen. Hier müssen wir schnell durch. Wow. Okay, das ist nix für Leute, die schnell, denen schnell übel wird. Oh Gott. Das müssen wir mal mit einer Oculus machen. Mit einer Wife. Ah ja, okay, haben wir zwar den gleichen Kurs zum Rennen fahren. Das kann man dann machen, wenn es den Multiplayer gibt. Aber wir können einfach jetzt hier eine Zeit setzen. Wenn er mal schnell entlang fährt, komm, aufpassen.
So, hier rum. Okay, aufpassen. Springen. Oh Gott, das war nicht gut. Komm, stell dich auf. Hinstellen, sagte ich. Los, an der Tür ziehen. Okay, das war die Tür, die ist raus. Ah, also irgendwie, das ist manchmal ein bisschen scheiße mit dem Drehen. Aber naja. So, okay, das Rennen haben wir verkackt. Was haben wir denn? Haben wir noch irgendwas Schickes? Ja, ihr wolltet nochmal, also wie gesagt, fahren wir zum Suspension und testen jetzt nochmal. So, kürzen einfach ab. Wir müssen ja nicht unbedingt die Straße fahren. So, hier zum Suspension Test. Da gibt es auch noch was. Das können wir uns hier vielleicht gleich auch nochmal angucken. So, okay, wollen wir hier einfach rüberfahren nochmal. Das hatten wir gestern alles schon. So, hier springen wir schön. Nochmal ein bisschen springen. Und wo lang geht's hier jetzt? Aufpassen, ich will nämlich nirgendwo gegenknallen. So, aufpassen. Innen sieht das relativ entspannt aus. Okay, aber wie gesagt, es fährt sich schlecht hier rauf, weil man natürlich etwa die Hälfte der Zeit einfach nur in der Luft hängt. So. Hier entlang, hier springen wir nochmal. Das Suspension-Test hier weitermachen. Klick. So. Hier, alles ganz locker für den Roma eigentlich, es sei denn, so eine kleine, so ein kleiner, ja, wie es auch immer heißt, lenkt einen in eine Richtung ein, das ist dann etwas unpraktisch. Aber komm, den nehmen wir nochmal voll mit. Jetzt gibt es hier eine Kurve rein, aufpassen, nein. Los, Gas. Komm. Und mal ein bisschen mithelfen. Oder wir fahren einfach schräg hoch. Schaffst du das, Roma? Komm. Komm, Allradpower. Ja. Ohne. Nein. Hahaha. Okay, alles gut. Das war ein bisschen knapp. So, wollen wir hier entlang fahren? Sollten wir vielleicht nicht alles mit Höchstgeschwindigkeit nehmen. So, klick. Und nochmal springen. Ist noch holprig. Und nochmal springen. Oh, jetzt federt er nochmal richtig hoch. Hier können wir wieder Gas geben. Da geht's runter ins Wasser, oder wie? Ah, kommen wir jetzt zum extremeren Teil des... Nee, okay, es gehört nicht zum Suspension-Test, glaube ich. Ich dachte, wir müssen jetzt hier unten gleich auch durchfahren. Können wir unsere Tür zumachen? Ich denke, die geht nicht mehr zu, die sieht etwas kaputt aus. Ah, können wir sie zuhauen? Nee. Dann wollen wir dich auch nicht mit Tür. Komm, zieh raus. Oh Gott, okay, nee, scheiß drauf. Habe ich jetzt nicht genug Kraft auf der Maus, um das zu machen. Aufpassen, Okay, alles gut. Oh, Radiator damaged. Ja, da sind wir ein bisschen aufgeprallt vorne. Ja, okay, aufpassen. Hier jetzt so Treppen hoch. Okay, wie sind wir da jetzt gegengeknallt? So, Treppen wieder runter. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr coole Map, finde ich. Allein schon die Idee ist einfach geil. Schipp und schipp. Perfekte Landung hingelegt. Hier entlang. So. Gut. Dann noch mir geradeaus. Das ist ein langer Test. Das ist ein Suspension-Test. Da vorne haben wir ein Schlagloch, oder? Ne, haben wir nicht. Gut. So, einmal schön die Bremsen. Die Räder blockieren lassen durchs Bremsen. Und jetzt sind wir durch den Suspension-Test durch. Gut. Was haben wir hier? Alle geht's wieder zum Suspension-Test. Komm, fahren wir nochmal hier in der Mitte irgendwie durch. So, ohne uns hinzulegen, bitte, danke. So. Hier haben wir es jetzt eigentlich nicht wirklich eilig, hier rüber zu kommen. Aber da hoch kommen wir nicht, nee. Oh Gott, komm. Da musst du kurz hinten unsere Stoßstange mal nachgeben, weil ich hatte so etwas blockiert. Hier haben wir noch was. Haben wir das eigentlich schon gemacht? Das kann sein, oder? Das haben wir, glaube ich, gestern als erstes gemacht. Ja, haben wir. Egal, wollen wir mal, fahren wir hier entlang. Boah. Wow, der arme Wagen. So.
Und jetzt noch ein Überschlag zum Ende. Und auf jeden Fall, ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir machen morgen wieder was anderes, für alle, die das jetzt nicht so gefallen hat, die zwei Folgen. Aber es muss auch mal sein und ich finde die mal bestimmt ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.